Abend, Kollege. Moin, Steve. Gut. Und wir ziehen uns mal um. Und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Let's Play LSPD FR. Ja, wieder mal nach etwas längerer Zeit eine neue Folge. Ich hoffe mal, das geht mittlerweile. Das ist nämlich schon die dritte An-Modi. Denn jedes Mal an der Stelle ist mir das Spiel dann immer abgestürzt. Immer neue Gründe, immer andere Gründe vor allen Dingen. Und naja, irgendwann nervt das schon ziemlich stark. Und ich weiß nicht, wie habe ich es denn schlussendlich hingekriegt? Ich musste halt ein paar Sachen umändern. Wenn bei euch momentan das Spiel abstürzt, unerklärlicherweise, dann guckt mal einfach in die hier oben, wenn ihr F4 drückt, dann steht das da drin, das zeige ich euch gleich nochmal. Oder halt in der Crashlog, die ist dann im GTA 5-Ordner. Und wenn da irgendwas steht von irgendeinem Plugin, was irgendwie Probleme verursacht, oft steht da halt der Name, dann müsst ihr mal gucken, ob ihr die aktuelle Version habt oder woran es lag. In meinem Fall lag es daran, dass das Ding nach Updates gesucht hat, aber irgendwie da gab es einen Error und fragt mich nicht, irgendwas hat da nicht geklappt. Auf jeden Fall hat sich der Spieler dann gesagt, gut, dann wird halt der Alex mal ein bisschen penetriert und dann hat das mich halt direkt rausgekickt und hat gesagt, nö. Du darfst hier nicht weiterspielen. Fertig. So. Und nachdem ich das dann in der INI-Datei geändert habe, ging das auch. Jetzt hoffe ich mal, dass es klappt. Er stürzt nicht ab. Das ist gut. Es ist abgestürzt. Ey, leckt mich doch am Arsch. Jetzt kann ich euch immer mal zeigen, was ich eigentlich meinte, bevor ich hier einen Schnitt setze. Vehicle Edit removed. Kann man das irgendwie groß. Ja, kann man größer ziehen. Perfekt. No checking for updates, please disabled. Vorher war hier noch was von. Hier, da. Rage Native UI Elements, bla 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 bla, in Assembly. Damit kann ich relativ wenig anfangen, wenn ich ehrlich bin. Ich muss halt dann mal gucken, woran es lag. During game, aha. Ja, das ist immer das Problem. Man kann noch vermuten, hier steht Bribe, dass eine Bribe-Mod lag. Da werde ich gleich mal nachgucken. Auf jeden Fall setze ich hier schon mal einen Schnitt und werde dann mal gucken. Eben gerade lag es auf jeden Fall bei der ersten Aufnahme, lag es daran, dass hier von dem Albo, auch vom Albo, der macht echt gute Mods, aber in dem war es halt ein bisschen doof. Da war irgendwie Assorted Callouts und das hat nach Updates gesucht und ist dabei gecrashed. Wenn man das eine Problem behebt, dann kommt das nächste Problem. Ich gucke jetzt mal, wie ich das behebe und wir sehen uns dann gleich wieder nach dem Schnitt. Bis gleich. Ich bin's nochmal. Ich bin gerade nach der Installation von LSPD und dem Bribe-Mod. Ich habe rausgefunden, die Bribe-Mod, da gab es eine neue Version. Auf jeden Fall habe ich mir dann mal gedacht, teleportierst du dich mal zu der Polizeistation, ne? Habe ich auch gemacht. Ne, hier, guck, da so. Ich habe hier auf die Ecke den Teleport gesetzt. Ich glaube hier so. Ich weiß nicht, ungefähr, passt schon. Auf jeden Fall habe ich dann gesagt, Teleport to Waypoint, sieht man auch noch da oben, ne? Mache ich ja für gewöhnlich. Wo steht das denn? Irgendwo steht das bestimmt. Da, Teleport to Waypoint. Das mache ich halt immer so, um hier hinzukommen, weil ich fahre nicht den Weg da hinten, wo ich immer spawne, beim Flughafen hierhin. Ist ja auch Wurscht und Pumpe egal. Auf jeden Fall bin ich auf einmal hier gelandet und das ist definitiv nicht normal zugänglich. Und auch eigentlich gar nicht dazu gedacht, hier hinzugehen. Kann ich hier irgendwie rumballern? Ja, das ist eine echte Wand, gut. Ja, auf jeden Fall bin ich hier gelandet. Und der eine oder andere wird diese Stelle vielleicht kennen. Vermutlich eher so aus der Perspektive. Denn hier wird für GTA Online die Charaktererstellung gemacht. Gut, auf jeden Fall bin ich hier gelandet. Und ich habe mich erstmal, oh Gott, leicht verarscht gefühlt. Weil das war definitiv nicht geplant und das ist auch nicht Standard eigentlich. Okay, hier ist auch eine Wand. Ich falle vermutlich gleich durch die Wand durch und falle ins ewige Nirvana. Bei meinem Glück. Ja, guck, hier schon wieder dicht. Kann ich hier irgendwie rein? Ja, ist klar, ne? Merkst du selber, ne? Da stimmt was nicht. Auf jeden Fall kann man hier noch irgendwo garantiert rein. Ich muss das gerade mal ausprobieren, tut mir leid. Fragt mich nicht, wie ich da drauf, warum ich das überhaupt immer finde. Ich habe irgendwie ein Händchen dafür. Gucken, wie weit wir laufen können, bevor wir runterklatschen. Anscheinend gar nicht so weit.
Toll, auch gut. Ich will doch nur in den Raum da rein. Und ich weiß, da kann man rein. Hier können wir nicht weiter, oder? Nee, hier ist auch dicht. Ja. Irgendwie hochspringen geht auch nicht. Da würde ich sagen, machen wir mal den normalen Routinefall weiter. Ich meine, das bringt ja hier gerade nicht mehr viel. War auf jeden Fall mal lustig und nett zu sehen, weil das sieht man halt für gewöhnlich doch nicht. Und wer sich jetzt beschwert, ich würde mich hier durchlecken und durchbacken, stimmt nicht, das war ein Zufall. Ich bin unschuldig. Und garantiert, das seht ihr nur auf dem Kanal. Aha, Premium-Material. Ich würde mal so sagen, machen wir mal folgendes. Normale Routine wieder. Wenn ich jetzt wieder da unten lande, dann habe ich echt Glück. Teleport the Waypoint. Please set the Waypoint. Ach, wir sind zu nah dran. Leckos Mios doch am Arsch. Da oben vielleicht. Hier in der Nähe ist übrigens auch die eine Garage, ne? Die kennen vielleicht die einen oder anderen, die, wer schon mal GTA Online gespielt hat und ein Rennen gemacht hat oder generell irgendwas gemacht hat. In einem Job, versteht sich. Der wird dann irgendwann hier unten ungefähr. Warte mal, ich kann das mal kurz demonstrieren. Hier ist die Straße. Das bedeutet, hier so ungefähr auf der Höhe, da gibt es einen Glitch. Könnt ihr euch auf YouTube, glaube ich, auch angucken. Da gibt es irgendwelche Tricks und Glitches, wie man da runterkommt. Und hier in dem Bereich irgendwo ist diese Garage. Die ist, wenn man da unten ankommt, ziemlich verschwommen und unscharf. Aber da werden halt immer die Bilder gemacht, wenn man gewonnen hat oder wenn man. Zeige ich euch gleich. Ich glaube, wir landen da auch gleich nochmal. Doch, ich glaube, wir landen auch gleich nochmal. Guck mal, die Kollegen sind schon festig am Diskutieren und am Rumlaufen. Ich glaube, ich habe die gerade leicht unterbrochen. Es tut mir leid. Shame on me. Ich hoffe einfach mal, es klappt jetzt. Eigentlich wollte ich an der Stelle gleich die Aufnahme wieder starten, aber gut, dass ich da unten gelandet bin, das war jetzt nicht beabsichtigt. Von daher wollte ich das auch nochmal mit reinbringen. Gut, machen wir das mal schnell hier, unkommentiert. Dat, dat, dat. Nee, nö, nada. Ja. Und Hope. Nein! Wir starten jetzt GTA nochmal neu. Ja. Das ist übrigens mein Hintergrundbild. Für alle, die sich interessieren, so sieht mein Desktop aus. Für gewöhnlich graue ich das immer aus und sag, hier habt ihr nichts zu sehen, aber ey, scheiß doch der Hund drauf. Ich meine, ich kann es jetzt eh nicht verhindern und ich will jetzt das ganze Video auch nicht mal Schnitte machen. Im Prinzip lädt das ja auch schnell. Jetzt kommt gleich Launch in Game. Schon. Da muss man wieder da drauf drücken. Je nachdem, was ihr für eine Einstellung genommen habt. Ich habe, glaube ich, Fenstermodus habe ich, glaube ich. Oder? Ich müsste nochmal in die Einstellung reingucken. Es gibt ja Vollbild und Fenstermodus mit Rahmen, Fenstermodus ohne Rahmen. Ich glaube, ich habe irgendwie den Fenstermodus ohne Rahmen, weil der für die Aufnahme besser war. Ich habe keine Ahnung, was ich da gewählt hatte. Irgendwie hatte ich da rumgewurschtelt mit den Grafikeinstellungen, damit sich das irgendwie mit der Elgato verträgt. Denn das hat am Anfang nicht so gut geklappt. Und es gab halt irgendwie immer kleine Probleme und die ließen sich auch erstmal nicht beheben. Nach ein bisschen Rumprobiererei mit den Grafikeinstellungen klappt es dann irgendwann und deswegen kann ich dann doch relativ flüssig aufnehmen. Was heißt relativ flüssig? Ich kann halt aufnehmen. War halt vorher nicht der Fall. Da hat irgendwie, ich weiß nicht, der wollte den, in Klammern, zweiten Bildschirm wollte er nicht anerkennen und hat da rumgemeckert. GTA ist halt eine kleine Bitch. Ein bisschen zickig. Aber wenn man ihr gibt, was man hat, dann geht das schon. Verhalte dich unauffällig und behalte irgendwas mit X. Keine Ahnung. Schlag mich. Der ein oder andere, dem wird schon auf. Ja. Dem wird schon aufgefallen sein, die Start- und Ladebildschirme sind nicht wie im normalen Spiel. Da finde ich auch relativ cool gemacht. Muss ich ehrlich gesagt gestehen. Gut. Manchmal mache ich es ja folgendermaßen. Ich stelle mich hier hin. Das wäre dann die verkürzte Variante. Mach einfach den hier. Schmier dich ab. Schmier dich ab. Nein, es schmiert wieder ab. Ey, leck mich am Arsch.
mal kurz hier reingucken. Ist ja wurscht. Dann kann ich euch mal zeigen, was hier passiert. Das brauche ich auch gerade nicht ausgrauen. Da ist ja nichts Verdächtiges oder nichts Schlimmes drin. Dann findet ihr hier unten, das fragen mich ja auch die einen oder anderen, falsche Datei. Datei und dann steht da alles. Auch nach Uhrzeiten sortiert. 18.31 Uhr, wir haben gerade 18.34 Uhr. Das bedeutet, wir gehen da runter. Das bedeutet, wir gehen da runter. Da, 18.33 Uhr. Blips created. Loaded successfully. Schlammi tot. Wo haben wir denn das Problemchen? Hm? Wo ist er denn abgenippelt? Irgendwo an einem Punkt ist er doch bestimmt abgenippelt. System Type Load Exception, der Typ Radical Version konnte nicht geladen werden. Naja, daraus halt irgendwie versuchen, schlau zu werden, ist ein bisschen schwierig. Ich würde mal sagen, das mache ich jetzt nochmal offscreen. Auf jeden Fall wisst ihr jetzt, wenn ihr irgendwelche Probleme habt, dann müsst ihr hier halt mal reingucken. Da stehen dann oft irgendwelche Kleinigkeiten drin, woran es denn hapert, warum es abgeschmiert ist. Jetzt ist auf jeden Fall schon mal das mit dem Bribe verschwunden, aber dafür haben wir jetzt einen anderen Fehler, den wir noch nicht mehr hier richtig lokalisieren können. Das macht die ganze Sache nicht unbedingt besser, das macht die eher noch schlimmer. Ich mache jetzt nochmal einen Schnitt, wir sehen uns gleich nochmal wieder, wenn ich es denn geschissen bekomme. Ansonsten muss ich morgen nochmal gucken, ich weiß nicht, das ist schrecklich. Bis gleich. So, Moin Moin, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt wieder weiterführen soll. Ich habe ja schon zweimal einen Schnitt gemacht. Ich weiß nicht, wie ich da jetzt wieder reinfinden soll und da wieder weitermachen soll. Aber macht ja nichts. Ich sag einfach nochmal offiziell Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von LSPDFR. Diesmal jetzt wirklich. Ich habe eben gerade schon ein bisschen ausprobiert und man sieht auch unten schon eine Lebensanzeige. Ich habe schon mal ein bisschen auf die Fresse gekriegt. Und der rote Punkt da auf der Map, da zeigt auch, dass ich schon mal ein bisschen Scheiße gebaut habe. Macht nichts, ich habe auf jeden Fall den Fehler gefunden. Der Fehler lag tatsächlich bei den Albo-Mods und Albo-Plugins. Er hat ja auch entsprechend gut Plugins programmiert, das kann man auch jetzt eben nicht anrechnen. Das war in der Hinsicht gerade mein Fehler. Der Fehler lag wirklich in einer veralteten Version seiner Mods. Und ich habe halt da mal ein bisschen geguckt und den Fehler mal im Internet eingegeben. Und tatsächlich kam halt dann irgendwann heraus, dass dann die Albo-Plugins, also sprich der Arrest-Manager und das, Traffic-Police daran schuld waren an diesen Abstürzen. Und naja, ich habe dann halt dementsprechend mal nach einer Lösung geguckt und habe mir dann die neuesten Versionen drauf gemacht. Die neuesten Versionen waren in der Hinsicht lustig, weil ich habe eigentlich schon die aktuellste Version, halt nur eine kleine Version darunter. Sprich, anstatt 6.0.3 habe ich halt 6.0.2. Ne? Also eine Mini-Version und die lagen auch teilweise vielleicht nur einen halben Tag auseinander oder einen Tag auseinander. Ich habe halt irgendwie Glück gehabt und habe mir genau dann die Version gezogen, wo es natürlich, wo es noch ging. Und mit der alten Version klappt das auch alles toll, aber mit der neuen Version vom, was hatte ich hier drauf gemacht? Ich hatte irgendeine Album-Mod, hatte ich geupdatet mit einer neuen Rage UI oder wie die heißt. Und da hat das dann halt nicht mehr geklappt. Naja, jetzt klappt es wieder alles. Ich habe, wie gesagt, eben gerade schon mal alles ausprobiert. Es läuft alles flüssig und keinerlei Abstürze mehr. Und ich hatte auch eben gerade schon mal eine kleine Verfolgungsjagd. Die habe ich jetzt aber nicht mit reingenommen, weil, aus Gründen. So, und anscheinend habe ich eben gerade einen Auftrag angenommen, wenn ich das hier richtig erkenne. Ich weiß nicht warum, aber ich habe anscheinend einen angenommen. Ich würde mal vorschlagen, dass wir da jetzt mal relativ schnell hinfahren, also auch sprich mit Sirene. Denn der Kerle ist 700 Meter, gut, das geht auch. Der hätte jetzt noch nicht mal mit der Sirene hinfahren müssen. Aber man weiß ja nie. Vielleicht komme ich an und dann ist er schon tot. Ich habe keine Ahnung, was ich da überhaupt für einen Auftrag angenommen habe. Ich glaube, es ist ein RNP Air Hit. Wie heißen die? Weiß schon. Diese, fahr dahin und kontrolliere denjenigen. Und aufpassen, es könnte ein Verdächtiger sein. Und es ist ein Verdächtiger. Gut, da vorne ist er schon. Dann würde ich mal sagen, langsam ranfahren. Und anhalten. Und natürlich haut er ab. Was auch sonst, versteht sich.
Und guck mal, wir kriegen direkt Unterstützung von einem Kollegen, der uns ein Dreifett. Ich hasse dich. Was denn? Wie denn? Was war das denn jetzt, bitteschön? Kann mir das mal einer erklären? Wollen wir die trotzdem mal überprüfen? Nee, ich fahre einfach weiter. Ich tue einfach so, als wäre nichts gewesen. Da war anscheinend irgendein Fehler gerade in der Mod, in der Plugin. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall haben sie uns unsere Karre kaputt gefahren. Das finde ich gar nicht so toll. Weißt du, 2 Sekunden Einsatz und dann fliegt uns die Sache hier um. Alter. Fliegt uns die Mod hier um die Ohren. Klasse. Toll. Gut, eigentlich war geplant, ein bisschen ruhiger anzugehen, die ganze Sache. Also sprich, ein paar Verkehrskontrollen, ein paar Geschwindigkeitskontrollen. Mal gucken, wie das wird. Ich fahre jetzt gerade nochmal normal die Streife. Beziehungsweise ich überquere mal die Straße, die Kreuzung. Bei einer roten Ampel dürfte ich das eigentlich vorschriftsmäßig nicht, aber was heißt vorschriftsmäßig? Ich dürfte auch vorschriftsmäßig nicht so viele Leute erschießen. Von daher, scheiß auf die Vorschrift. Na komm, quetsch, quetsch. Fahr und weiter. Ich bin der beste Polizist überhaupt. Ja, ich weiß. Das braucht mir keiner zu sagen, das weiß ich. Code 99. Ich wollte gerade sagen, Code 3 wäre schon mal gut gewesen. Da hätte ich schon mal die richtige Entscheidung getroffen. Code 99 ist noch viel, viel besser für mich. Weil das bedeutet, erstmal schön mit voll Schmackes und mit Sirene hinfahren und dann hol die Knarre raus, das wird nämlich gleich lustig, so mit dem Motto. Denn da ist ein Kerl mit einer Waffe. Ich vermute, wir werden heute keine Gefangenen machen. Oder ich vermute, bei dem Einsatz werden wir keine Gefangenen machen. Fragt mich nicht warum, das liegt einfach im Blut. Ich hab's im Urin. Oh Scheiße. Ich will auch gar nicht so nah an die Kollegen dran fahren, weil die Kollegen sind... Ich weiß nicht, ob man das Kollegen nennen darf. Aua, ey. Ich fahr doch nicht an den Transporter da hinten dran. Da brauchen wir ein bisschen... Der haut ab. Das ist unsere Karre, weiterfahren. Ich habe uns mal ein bisschen SWAT-Unterstützung geholt, weil das hier... Okay, einer der Geiseln nehmen wir schon mal tot, oder? Nee. Weiß nicht. Und nicht mal. Was heißt denn Geiselnehmer? Einer der Kerle ist tot. Okay, einen haben sie verhaftet. Okay, der andere ist tot. Moment. Erstmal, bevor noch irgendwas passiert. Close nearby roads, alles dicht. Klappt das? Ich hoffe, es klappt. Einen haben sie auf jeden Fall verhaftet, das ist schon mal gut. Und die haben den nicht niedergeschossen. Das ist unglaublich gut. Gut, die Straße ist wirklich gesperrt anscheinend. Das ist wirklich noch besser. Dann würde ich mal sagen, holen wir mal schnell den Corona. Den brauchen wir nämlich hierfür. Was heißt denn hier? Ey, Junge, close nearby roads. Was verstehst du da dran nicht? Moment. Klappt anscheinend nicht so gut. Wahrscheinlich hat er irgendwie ein Problem damit. Nee, ich bin gerade unable to take a call an, weil, ihr seht ja, ich muss ihm mal ein paar Sachen vorbereiten. Gut, das kann eigentlich aufbleiben, da stört das ja nicht. Hier auf der Seite sollte dicht gemacht werden. Aber da kommt gerade kein Verkehr, von daher kann ich das offen lassen. Vielleicht ist mit Close Nearby Roads auch einfach nur gemeint, dass kein weiterer Verkehr kommt. Gut, die räumen hier nochmal auf. Und wenn die hier fertig sind, dann würde ich sagen, transportieren wir den hier ab. Oder wir nehmen Schneebälle auf. A pair of shoes. Warum schießen die denn da hinten schon wieder? Was ist denn da los? Oh, ich bin im LKW, im Truck. Geil. Freund, weg. Polizeiarbeit.
Ecstasy, Marihuana, läuft. Läuft. Der eine Kerl hat auf jeden Fall ordentlich Spaß. Scale. Was zum Fick war Scale? Tow Truck. Den holen wir uns mal schnell. Hallo, Tow Truck. Und ich mach mal kurz hier Toggle. Es gab irgendwie einen neuen Befehl, mit dem man das mit den Schneebällen ausmachen kann. Snow irgendwie. Go to BD. Da. Toggle Snowballs. Und da machen wir mal gleich Falls. Das nervt nämlich gerade, dass ich andauernd die Sachen aufhebe. Gerade mache ich noch ein bisschen Schnee rein übrigens. Die Leute, die sich vielleicht eine Welt ohne Schnee wünschen. Ich mache das nochmal rein hier, weil momentan, ich weiß nicht, ich bin noch so ein bisschen im Winterfeeling. Oh, da ist noch eine Waffe, die sollten wir vielleicht aufheben. Gut, dann können wir wieder Folgendes machen. Open Nearby Roads und dann machen wir den hier. Ich meine den hier natürlich. Und Removed. Das klappt einmal frei und die Straße wieder frei und alles geht den gewohnten Lauf. Bis auf das da hinten, da wird nämlich schon wieder geschossen. Ich fahre da mal hin. Frag mich nicht, warum da geschossen wird. Drunk Driver. Anhalten, mein Freund. Okay. Ich weiß nicht, wie der reagiert. Ich bin lieber mal vorsichtig. Die können auch oft aggressiv werden. Oder einfach abhauen, das ist auch eine Möglichkeit. Kollege, anhalten. Wie denn zwei? Ich brauchte nur einen. Ich habe nur einen geordert. Oh, anscheinend war da auch gerade ein Verbrechen und der Kerl haut hier ab. Aber scheiß drauf, wir kümmern uns erstmal um den richtigen Verbrecher, nämlich den alkoholisierten Fahrer. Es gibt nichts Schlimmeres auf der Welt als alkoholisierte Gissel. Ich meine, alkoholisierte Fahrer. Was ist eigentlich der Plural von Gissel? Gisselmänner? Gissels? Keine Ahnung. Für alle die, die nicht wissen, wer Gissel ist, das ist, ist eine lebende Legende. Gerade in HNG. Also eigentlich müssten alle den kennen, ich bitte dich, das ist... Das steht in Geschichtsbüchern, unter G steht Gissel und darunter steht direkt, steht für Inkompetenz und negative KDs. Das ist eigentlich Tagesordnung. Ich musste gerade meine Wut ein bisschen runterschlucken über die tolle, kompetente Unterstützung, die uns einfach mal in die Seite reinrannt. Jungs, Kerles, Mädchen, alle irgendwie parkt den ein. Oh. Warum sind denn jetzt hier drei Leute? Ich habe da nur einen. Ich habe lediglich einen einzigen von dem LSPD geholt. Warum sind jetzt hier drei? Plus mir den vierten. Vier Leute verfolgen einen betrunkenen Autofahrer. Das ist Amerika, meine Freunde. Das ist die Realität. So, und da der alkoholisiert ist und der Schlimmste, und das ist der Schlimmste überhaupt, Junge, halt an. Nein, nein, überfahr mich nicht, überfahr mich nicht. Wir haben auch schon einen Ausgefallenen anscheinend. Läuft. Hier steht ein Polizist mitten da. Der hat anscheinend kein Auto mehr. Einer ist anscheinend in die Seite gefahren. Klasse. Wenn das so weitergeht, verlieren wir den da vorne noch. Und das möchte ich eigentlich nur relativ ungerne. Wir können nicht... Das ist die größte Gefahr überhaupt. Wir dürfen diese Gefahrenquellen nicht mehr auf die Straßen lassen. Der wird entweder erschossen für seine Alkoholsucht oder eingeknastet für ewig. Ich bevorzuge Letzteres. Halt an, Junge. Übrigens auch, man sieht es vielleicht, die KI hat jetzt mittlerweile auch die Strobes. Das sieht man vielleicht bei Nacht ein bisschen besser. Aber hier sieht man es gerade auch. Das ist perfekt. Die hatte ja neulich nur noch ich eigentlich, ursprünglich. Und mit dem Update, was ich jetzt neulich installiert habe, haben wir das oben. Halt an, Junge. Eigentlich wollte ich ihn rausschießen, aber da muss man genau den Kerle treffen. Und bis man den trifft mit dem Taser, das dauert Ewigkeiten. Vor allem, man hat nur einen einzigen Schuss, ne? Einen Schuss und danach muss man ihn getroffen haben oder nicht. Kollegen, weg, 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 weg. So, Freundchen. Spüre die geballte Gewalt des Gesetzes. Auf den Boden, Freund. Oder du kriegst einen Stromschlag. Einen Stromschlag, ja.
So, sie haben das Recht zu schweigen, sie haben das Recht auf einen Anwalt, sie haben das Recht, in mein Auto einzusteigen. Und zwar hinten. So, und wegen dir ist das nämlich auch so verkratzt. Das darfst du mir bezahlen, ne? Das weißt du. Die haben einen Alkohol trinkt, da hat man es nicht leicht. Kinder, trinkt keinen Alkohol. Also ihr könnt schon Alkohol trinken, aber wenn, dann fahrt nach Möglichkeit nicht mehr danach. Wo ist eigentlich die Karre? Haben wir die nicht hier eben gerade... Hä? Muss ich nicht verstehen, oder? Ja. Ich würde mal sagen, wir sind schon bei 16 Minuten plus die ganzen Geschichten davor. Ich fahre jetzt nochmal schnell zurück zur Wache. Creating Stolen Vehicle Event. Wo? Was? Was? Wer? Da hinten. Okay, dann Moment. Das machen wir noch mit unserer Schrottmühle und dann fahren wir zurück zur Wache. Bringen die beiden bösen Ganoven zurück. Da, wo sie herkommen. Und... Motorrad, wirklich? Denkst du wirklich? Nee, bist ja gar nicht. Entschuldigung. Was soll das denn hier? Hast du den Freundchen? Alter, wer hupt denn hier so bescheuert? Ist das die Karre hier? Alter. Ey. Brandon Di Camillo. Moment, ich brauche nochmal das Ding, das verschwindet nämlich gleich. Ach, ist egal. Don Di Camillo. Besseren Namen hättet ihr nicht aussuchen können, oder? Keine aktiven Einträge. Warum hast du dann... Warum stehst du hier neben der Karre? Kann mir das mal einer erklären? Ich verstehe das gerade nicht. Okay, gut. Es tut mir leid, ich kann hier keinen verhaften. Ich habe keine Tat gesehen und dementsprechend kann ich da auch nicht viel machen. Ich sehe halt nur die kaputte Karre und... Ja. Der Kerl war zwar in der Nähe, aber er hätte auch ein Zeuge sein können. Aber da sich keiner von den Beteiligten dazu geäußert hat, kann ich da auch nicht viel machen. Criminal Activity. Kann man mal machen. Ein Hooker named Jackie irgendwas. Ich trinke mal heimlich im Hintergrund einen Schluck. Ich meine, wir müssen ja gerade eh nicht beschleunigen. Beziehungsweise wir tun es einfach mal. Kündigen das aber natürlich vorher an. Was heißt denn hier eigentlich bitteschön Hooker, hm? Ah, das heißt Hooker. Die Dame, was machen wir denn? All units around code 5. Officer, wait for the Hooker. Get in the vehicle. Achso, wir sollen vielleicht warten. Ich habe das nicht genau gelesen, aber gut, passt schon. Ist natürlich total unauffällig da auf der Straße, ne? Versteht sich. Tut mir leid, ich muss die Tante vorher schon mal von der Straße ziehen. Das geht nicht. Die Dame, ist Ihnen bewusst, was Sie hier machen? Entschuldigung, wollte ich nicht. Würden Sie bitte mal mitkommen? Erstmal zu Ihrer eigenen Sicherheit und zur Sicherheit der Bevölkerung. Muss ich Sie kurz in Gewahrsam nehmen? Folgen Sie mir bitte. Oh, ich habe 1300 Cash gemacht. Weil meine Schicht vollendet wurde. So, jetzt dürfen wir sie wieder mal freilassen. Es tut mir leid. Ich kann die nicht anders bewegen, es tut mir leid. Die Dame, hallo. Ey. Hallo. Stehen bleiben. Entschuldigung. Wie, die ist tot. Gut. Dame, bitte einmal noch kurz stehen bleiben. Ich möchte mit Ihnen nochmal gerne interagieren. Ich hätte nämlich gerne Ihre Personalien. Jackie Ponick. Das stimmt sogar. Ich glaube, die hieß wirklich so.
auf Wick. Keine aktiven Einträge, okay. Ich weiß gar nicht, was eigentlich der Anlass war. Ich glaube, die Dame wollte, ne? Hooker, war das nicht irgendwie Aufgabelung? Also halt Aufgabeln, halt Prostitution, ne? Du, ihr wisst schon. Ich nehme die Tante mal vorläufig mit auf die Wache. Die schien mir auch nicht ganz. Na komm. Hallo? Gut. Ich nehme die Dame mal mit auf die Wache. Die schien mir auch nicht ganz dicht. Na komm, warte mal. Überprüfen die erstmal auf gestohlene Gegenstände. Und ich glaube hier, ne? Oh. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Waiting for truck analyzer. Negativ und negativ. Okay, die scheint noch in Ordnung zu sein. Ich würde trotzdem mal sagen, dass die Tante einsteigt. Man weiß ja nie. Vielleicht liegt ja auf der Wache Näheres vor. Wir nehmen die mal vorläufig mit. Gut, und beide bringen wir mal schnell weg. Ja, ich fahre kurz im Gegenverkehr. Ich darf das aber, ich bin Cop. Und dann bringen wir die nochmal offiziell nach da hinten. Nee, komm, weg. Kusch. Und dann können wir auch theoretisch direkt die Schicht beenden. Und haben dann 1300... Perform a traffic stop and intercept... Ja. Es tut mir leid, ich muss dann doch nochmal einschreiten. Irgendwie hat das Spiel gerade gesagt, nein, du darfst ihn nicht vorläufig wegnehmen und darfst den Auftrag nicht vorläufig beenden. Ich muss natürlich erstmal das hier geschehen lassen. Wollte ich eigentlich auch, aber naja, gut. Ich war zu ungeduldig. Ich habe zu tief geschürft. Es tut mir leid. Vor allem das Problem ist auch, wenn man hier andauernd labert, dann verpasst man manchmal irgendwelche Interaktionen, die das Spiel mit einem tätigt. So, ich hab's doch gewusst hier. Anhalten. Ich glaube, das ist falsch. Das ist die falsche Karre, oder? Entschuldigung. So. Siehst du, sag ich doch. Bitte einmal auf den Boden. Wusste ich doch, irgendwas stimmt da nicht. So, und du steigst eigentlich mal gleich wieder ein. Ich hab's doch gewusst hier. Nicht da einsteigen, nicht da einsteigen. Irgendwie ist das gerade ein bisschen verbuggt. Nein. So, du kommst auf jeden Fall direkt hinten in die Karre rein. Die Dame, die wird mal anderweitig abgeholt. So, renn da. Ich weiß es nicht, wer von beiden einsteigt. Kollegen. Als ich gesagt habe, dass die Kollegen die Damen mitnehmen sollen, meinte ich nicht das. So, er steigt ein, perfekt. Die Dame, was machen wir mit ihr hier? Frauchen, stopp. Für dich holen wir mal einen anderen Transport. Ich hoffe mal, das klappt. Gut, wir brauchen eigentlich nur einen Transport für die. Hoffentlich klappt das. Hoffentlich nimmt er uns nicht die anderen beiden weg. Das wäre nämlich leicht scheiße. Macht er das? Macht sie das? Tut mir leid, wusste ich ja nicht. Gut, das klappt. Die Dame ist auf jeden Fall in guten Händen. Bei unserer weiblichen Kollegin. Freundchen, drängel noch ein bisschen und du kriegst gleich richtig Ärger mit mir, aber wirklich. Bleib da, warte, bis die Kollegin weggefahren ist und dann können wir weitermachen. Aber fahr nicht weiter in Gegenverkehr und stress mich noch durch Gehupe. Ich sag dir, da bin ich auch rigoros. So, Jackie wurde aufgesammelt, die wollten wir eigentlich wegbringen, aber okay. Die hat ja auch telepathische und vor allen Dingen, ich habe jetzt so einen derartig dämlichen Wortwitz auf Lager, einen teleportischen. Entschuldigung. Ja, weil sie sich geteleportet hat, gemobbt hat. Es tut mir leid, der Witz lag mir auf der Zunge. Ja, nee, ne? Das machen wir vielleicht in der nächsten Aufnahme. Gerade aber nicht. Entschuldigung.
Wenn Sie Probleme mit diesem Schaden haben, dann rufen Sie bitte auf der nächsten Polizeidienststelle an. Ich werde mich nicht darum kümmern. Das macht ein Kollege. So, die Karre ist hier übrigens auch nicht mehr eigentlich, die ist überhaupt nicht mehr straßentauglich. Vor allen Dingen jetzt, wo die Nacht einbricht gleich, da dürften wir mit der Karre eigentlich überhaupt keinen Meter mehr fahren. Aber wir tun es trotzdem, denn, ja richtig, wir sind die Cops von LSPD. Vom LSPD, nicht von LSPD, vom. Guck mal, da unten ein richtig großer Krimineller, einen Mobile Phone, den können wir leider auch nicht einknasten. Aus dem Problemfall, weil wir keinen Platz mehr hinten drin haben. Och, ey. Wisst ihr was? Haben wir das jetzt aktiviert? Ich weiß gar nicht. Ich fahr mal hin in die Nähe. Ich glaube, wir haben es nicht aktiviert, leider. Ich habe mich verklickert. Ja, wir haben uns verdrückt. Scheiße. Na gut, machen wir den normalen Einsatz hier zu Ende. Auch in Ordnung. Der Vorteil durch die, von meinem Verklicken eben gerade, ich kann die Leute hier abliefern und habe nicht noch einen Einsatz, den ich noch parallel laufen habe, weil das ist, ich nehme mir gerade viel zu viel vor. Viel zu viel. Vor allem hier kommen noch neue Aufträge rein. Stolen Vehicle, Schlag mich tot, irgendwas eben gerade mit der Knife Attack. Das ist doch nicht mal feierlich. Jaha. Lass mich mal vorbei. Ich darf das. So, und jetzt einmal hier schön reinfahren. Jetzt kommt nämlich die lustige Geschichte von allen beiden. Aber guck mal hier, wir haben noch Bremslichter. Das ist schon mal schön. Das ist wunderschön. Alles ist kaputt, aber die Bremslichter funktionieren noch. Gut. Der Kerl, bitte einmal aussteigen. Oh. Ist er hingefallen? So, und du bitte auch einmal aussteigen. Endstation. Ihr könntet ja auch mal die Tür zumachen, ihr Vollhorsts. Immer bleibt es an mir hängen. Wisst ihr eigentlich, dass sich eure Haftzeit dadurch nochmal um 5 Jahre verlängert? Kleinkriminell. Was hat eigentlich der eine Kerl hier nochmal gemacht? Ich kann mich gerade nicht mehr dran erinnern. Ja, ich weiß. Schlimm. Aber so ist es halt. Und das ist bei jedem LP. Und bei jedem Let's Player vor allen Dingen auch. Das bin nicht nur ich. Machen wir. Aber das machen wir gleich. Und mit gleich meine ich in der nächsten Aufnahme. Wir bringen erstmal die beiden Kollegen hier. Lass mich raus, ihr bleibt hier. Macht keine unanständigen Sachen, ne? Der Kollege, der beobachtet euch. Und dem Kollegen gefällt es nicht, wenn ihr da irgendwelche schmutzigen Sachen macht. Dementsprechend wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, wenn wir dann unsere nächste Schicht antreten. Die aktuelle ist ja momentan auch schon eigentlich vorbei, wenn ich das richtig erachte. Moment. Konnte man denn nachgucken? Stand das nicht irgendwo? Ach, egal. Auf jeden Fall machen wir das in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ja, der Kollege ist auch leicht irritiert. Der möchte auch Feierabend haben. Macht's gut.